Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Yvonne Gebhardt. Ich bin dentale Klinikerin aus München und ich zeige euch heute, wie ihr eine 6-Punkt-Messung erhebt. Viel Spaß beim Zuschauen! So, jetzt zeige ich euch einmal, wie ich in der Praxis eine 6-Punkt-Messung mache. Dafür braucht ihr ein Parodontometer. Das gibt es in verschiedenen Ausführungen. Hier zum Beispiel haben wir jetzt die Skalierung 3 mm, 3 mm, 3 mm, 3 mm. Ich persönlich favorisiere die Millimeter-Skalierung, weil sie für mich einfach genauer ist. Ihr habt hier die Millimeter-Skalierung und die schwarzen Bänder sind jeweils die 5 mm Einteilungen. So, das Ganze zeige ich euch jetzt nochmal am Modell. Ihr nehmt das Instrument in die Hand bitte, mit einem Federhaltergriff wieder. Denkt daran, als ob ihr einen Stift in der Hand habt. Ihr fangt distal an, die Zähne einmal durchzumessen und macht da auch wirklich eine Nähmaschinentechnik. Das heißt, ihr geht jeden einzelnen Millimeter ab und schaut, wie tief ihr die Tasche habt. Die 6-Punkt-Messung macht ihr jetzt bitte so, dass ihr euch in Gedanken den Zahn in 6 verschiedene Punkte aufteilt. Ihr teilt euch den Zahn in oral und vestibulär und dann macht ihr bitte einmal die distale Stelle, hier die bukale Stelle und hier die mesiale Stelle. Das gleiche macht ihr dann oral auch wieder, dass ihr die tiefste Stelle von distal messt, die tiefste Stelle von oral misst und die tiefste Stelle von mesial misst. Dann zeige ich euch jetzt noch mal einen ganz kleinen Trick. Bitte macht es so, wenn ihr die Tasche messt und ihr die Nähmaschinentechnik hernehmt, dass ihr wirklich nicht jedes Mal raus und rein, sondern ihr bleibt in der Tasche drin und messt die Taschen durch.